Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tunic. Jetzt eine Glocke haben. Müssen wir uns immer noch aufmachen, die andere. Oh, das hat tatsächlich eine kleine Animation, wenn ich hier was ins Wasser werfe. Ist ja cool. Das sind die Kleinigkeiten, die mich glücklich machen in solchen Spielen. Das kann ich nochmal an. Ah ja, das gibt. Da ist eine Karte. Das sollte ich mir auf jeden Fall holen. Vorher würde ich noch gerne hier reinschauen. Ist hier irgendwas Interessantes drin? Sieht nicht so aus. Oh. Okay. Also bist du ein Händler? Okay. Ich gehe da mal wieder. Das hatte ich jetzt nicht in einer Windmühle erwartet. Jede Menge Schatzkisten. Das hatte ich jetzt echt nicht in einer Windmühle erwartet. Mann, das sind aber viele. Ist ja noch eins. Das geht so viel schöner mit dem Schwert, das ist irre. So, mal sehen, was das ist. Also einfach nur Rollen und Blocken verbraucht Ausdauer. Wenn ich keine Ausdauer habe, bin ich verwundbarer. Schätze und Werkzeuge, magische Gegenstände. Aber drin. Öder, auch schön. Oh, das sieht sogar. Oh, das sieht sogar so aus, hätte jemand was draufgeschrieben. Ist ja cool. Ah, das ist so schön nostalgisch alles. Hier war ein Haus. Da kann ich nicht rein, oder? War auch nicht hoch. Ja. Nicht ganz auffüllt, stört mich ein bisschen. Sieht aus wie ein Teil einer Flasche. Meint ihr, wenn ich genug Flaschenteile sammle, kann ich sie zusammensetzen zu einer ganzen?
Wäre irgendwie cool. Was hat er da in der Hand? Das war so ein Trankfläschchen. Was bringt mir die Stimmgabel? Nicht interessiert. Was kann ich mit den kleinen Stimmgabeln machen? Irgendwas macht damit. Wahrscheinlich habe ich da nicht das richtige Werkzeug oder so dafür. Da komme ich auch nicht rüber, ne? Okay. Da fehlt eine Stimmgabel. Yeah. Alter, was? Oh, das Ding ist explodiert. Ja, jetzt bin ich wenigstens wieder voll. Mist. Hat es das Ding einfach zerrissen? Ich frage mich, wann ich ein Schild bekomme. Müsste eigentlich das nächste dann sein, oder? Weil wir haben zuerst den Stock, dann das Schwert. Das müsste eigentlich das Schild des Nächsten sein. In der Theorie. Mist. Das war, glaube ich, ein größeres Exemplar. Ja. Die kleineren halten weniger aus und können nur eins verschießen. Okay, das da oben ist böse, böse. Aber da liegt mein Zeug. Ich glaube, da warte ich wieder, bis ich ein Schild habe. Au! Genau deswegen. Er droppt das Schild nicht, oder? Rein, da komme ich. Also, ja. Goldener Schlüssel. Ich weiß nicht, ob ich das Ding da unten dort besiegen kann schon. Yeah. Ah. Oh man. Ob ich jetzt irgendwas anderes mache? Labo? Das kann ich aufmachen, oder? Ja. Perfekt. Das sollte deutlich kürzer sein. Warte mal. Wenn das kürzer ist, dann könnte ich ja jetzt eigentlich einfach hingehen. Weg. Na geht doch. Und jetzt kann ich den Typen probieren.
mir das gelingt. Wenn ich die jetzt alle niederknüppeln kann. Verdammt. Dachte ich mal, erwische ich ihn. Mal sehen, ob ich dich... Nein. Oh, knapp. Nein, 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 nein. Oh, da ist eine Schatzkiste. Das ist von den Dingen. Soll ich mir auf jeden Fall aufheben, wenn ich wirklich mal was einkaufen will, was Größeres? So, wie stark bist du? Ziemlich mächtig aus. Oh, ja, du bist ziemlich mächtig. Ich habe ihm den Schlüssel geklaut. Ich komme an dem Schild nicht vorbei. Ich muss da auf jeden Fall nochmal hinlaufen. Egal, ich habe den Schlüssel. Aber ich will meine Sachen wieder. Ist zu... Ah nein, ich muss ja hier lang. In dem Spiel tatsächlich eine Mechanik, die mich jetzt nicht stört. Dass das alles gedroppt wird, wenn man stirbt. Normalerweise bin ich jetzt nicht so ein Fan davon. Aber liegt immer ein bisschen am Spiel. Aber hier stört es mich nicht so. Ich möchte. Wirkt auf mich nicht so essentiell, dass man das Gold hat. Ja, praktisch. So, kann dich anscheinend nicht. Oh! Was, aber er hat sein Schild verloren? Gut, dann nicht. Er kein Schild mehr, mache ihm trotzdem keinen Schaden. Da brauche ich noch irgendwas. Vielleicht ist das dann, wenn ich selbst ein Schild habe mit einem perfekten Block oder so. Nein, ich muss schon wieder. Ja, verdammt. Nein, das geht nicht. Da brauche ich, glaube ich, auch ein Schild. Erstmal zurück und heilen und dann will ich die Höhle links noch ansehen. Bevor wir den Schlüssel benutzen. Da war irgendeine Höhle, in die ich nicht reingegangen bin. Weil ich mich zuerst noch umschauen wollte. So, na dann sehen wir mal.
da unten irgendwo. Bug das, wenn man die Gegner gegeneinander ausspielen kann. Hier irgendwo, da runter. Genau da rein. Da rein wollte ich. Oh, hier ist gar nichts. Kann ich nicht hoch? Nein. Da gehe ich extra hierher. Na gut. Den Schlüssel haben wir. Starten wir mal unser Abenteuer in das alte Haus. Wo war das jetzt? Das war hier, oder? Ja. Perfekt. Da müssen wir sowieso hin, um zur Westglocke zu kommen, wenn ich mich richtig erinnere. Von daher. Ein Gold? Nur eine Kiste mit einem Goldstück. Seltsam aus. Das sieht beunruhigend aus. Schild. Ja. Bin ich hier unten? Moment, da kann ich sicher rein, oder? Ist doch. Ach, jetzt bin ich hier wieder. What? Ich hätte von vornherein hier gehen können. Kiste. Da. Unbekannt. Wann lass mir das bringen? Da. Nee. Gute Idee ist. Ich glaube, ich schaue mich draußen noch ein bisschen um. Graben müssen wir ja, glaube ich. Karte korrekt ist. Sie. Eine Karotte?
Upsi. Habe ich das Schild gemacht? Nein, nicht du! Nicht du! Nein, geh weg! Verdammt, ich habe ja ein Schild. Hätte ich gleich ausprobieren können. Es ist gemein, dass man während der Kisten öffnen unterbrochen werden kann. Halt, stopp. Mach der Gewohnheit. Ich meine, es kann auch sein, dass ich hier noch nicht lang kann, weil irgendwas blockiert. Aber es wäre interessant, ob man da von Anfang an hin kann, das Schild holen, ohne den Schlüssel. What? Au. Das Viecher. Die waren vorher nicht da. Aber ich habe sie nicht getriggert. Erstmal meine Kohle holen. Da ist die Glocke, die wir läuten sollen. Ja, das geht. Klappt sogar besser, als ich gedacht habe. Oh, ich kann auch ein Schild schlagen. Sehr cool. Das ist weniger cool. Doch irgendwas bringen, oder? Irgendwas muss mir das bringen, diese Stimmgabeln. Frage ist nur was? Oh, noch so ein Ding. Oh, warte mal. Der Zahn ist Attacke. Oh, okay. Ich habe so einen Zahn aufgesammelt, das heißt, ich gehe jetzt zurück zu einem Schrein. Dann kann ich meinen Angriff verbessern. Ja, das weiß ich. Versuch mal so stark zu sein. Okay, also Zähne erhöhen meine Attacke, Fuchsstatuen meine Verteidigung, Blumen meine LP. Und Puffer mein Tank. Und dann gibt's noch zwei Sachen. Ach, das ist vielleicht das, was er heilt, oder?
Würde ich noch kurz, bevor wir zurückgehen, schauen. Weil wir hatten da noch eine Leiter nach oben, die würde ich mir gerne ansehen. Zu den Decken. Ich weiß nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Ins Loch, ins Grab. Genau die. Hier oben. Weiter nach oben. Nach oben. Ah, eine Schatzkiste. Na. Ah, eine Blume. Na bitte. Irgend so ein Haken-Ding. Kann ich aber noch nichts machen. Dann locke ich sie weg, weil ich will das Schild lesen. Gefahr, okay. Simpel und einfach. So, dann gehen wir zurück. Naja. Habe ich jetzt nicht gut gesehen. Mal testen. Ich rolle. Dann wir blocken. Ja. Mal heilen. Naja. Opfern mit 100 Gold. Ja. Cool. Und das für 200. Einfach. Ja. Jetzt sind unsere LP auf 2. Das heißt, wir haben jetzt 250 und 100 Angriff. Das der. Naja, unsere Lebenspunkte sind auch mehr geworden. Optisch. Ist ja cool. Können wir auch mehr Schaden machen. Nice. Werden wir nächste Folge ausprobieren. Mir macht es nach wie vor mega Spaß. Bin schon gespannt, was die anderen Sachen zu entdecken haben. Und ja, ich hoffe euch auch und wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.